BDD, was ist das für eine Abkürzung? Body Dysmorphic Disorder, ist eine Erkrankung, die in der ästhetischen Medizin eine große Rolle spielt in meinen Augen. Die Body Dysmorphia oder wir nennen es auch die Dysmorphophobie. Ein Zustand, den wir hin und wieder bei Patienten erkennen müssen und sehen. Und warum müssen wir es erkennen? Weil wenn wir als ästhetische Mediziner der Meinung sind, dass diese Dysmorphophobie vorliegt, dann sollten wir weder die Spritze noch die Creme noch den Laser und schon gar nicht das Skalpell in die Hand nehmen und versuchen, diesen Menschen zu helfen, weil es ein Zustand ist, den wir durch objektivierbare Behandlungen nicht wirklich verbessern können. Und was hinter diesem Zustand steckt, möchte ich dir in diesem heutigen Video erklären. Und ich glaube, dass das ein Video ist, das unbedingt Platz auf diesem YouTube-Kanal braucht, weil wir ja sehr viel über ästhetische Medizin sprechen. Wie du ganz genau weißt, wenn du dem Kanal folgst, ist das jetzt weder ein Werbethema noch ein Thema, das ich damit irgendwie jemanden animieren will, sondern eigentlich aufklären. Und das Body Dysmorphia-Syndrom oder diese Störung ist eben wichtig. Das ist ein Zustand, bei dem Menschen unter kleinen Makeln, im Englischen nennt man es auch Flaws, leiden, die gar nicht objektivierbar sind und die das Ganze dramatisieren. In dem Buch, das ich gerade schreibe, haben wir auch in einem Kapitel über dieses Dramatisieren gesprochen, weil die Fragestellung, die hier gekommen ist, ist, ab wann lehne ich jemanden ab? Und für mich ist in dem Beratungsgespräch extrem viel Drama ist, das heißt sehr viel Emotionen sind, dann begebe ich mich in eine Situation, in der ich vielleicht verliere, obwohl ich per se objektiv etwas Richtiges mache. Das heißt, ich behandle den Patienten und das Ergebnis wird vielleicht objektiv gar nicht so schlecht, aber subjektiv kriege ich diesen Patienten nicht aus diesem Drama raus. Und wenn ich dieses Drama eben jetzt weiter nach vorne drehe, dann sind Menschen, die diese Dysmorphophobie haben, auch eben Menschen, die etwas dramatisieren, klingt immer so ein bisschen herablassend, aber die eben ein scheinbar nicht vorhandenes oder kaum vorhandenes Makel als ein extrem großes Problem sehen. Und die Ursachen dafür sind natürlich einerseits psychologisch oder familiär, sozial, wir werden dann auch die sozialen Medien zu diesem Thema noch einbringen, aber das kann eben schon familiär sein, dass man in sehr frühen Kindheitstagen für ein körperliches Makel sogar vielleicht von den eigenen Eltern gehänselt wurde oder dass dieses körperliche Makel sehr negativ angesprochen wurde, dass man plötzlich vielleicht körperliche Makel mit fehlender Geborgenheit, Zurückweisung in Zusammenhang bringt und Mobbing, das dann eben sowohl auf sozialer Ebene schon in Kindergarten, Schule oder dergleichen passieren kann. Ein Thema, das ich übrigens ein bisschen gehabt habe, ich muss jetzt schauen, in welche Richtung ich mich drehe, genau in die Richtung, weil ich eben ein bisschen spitze Ohren habe, habe ich so ein leichtes Mobbing erfahren und wurde quasi immer als Mr. Spock bezeichnet. Ganz lustig, weil das ist einerseits durch einen Unfall ist das eine Ohr ein bisschen verletzt worden, aber ich habe das einfach familiär, diese leicht spitzenden Fledermausohren. Und das war schon in den Anfängen des so Kindergarten und Volksschule irgendwie, ich will jetzt nicht sagen traumatisierend, aber ich kann ein bisschen nachvollziehen, worum es da gegangen ist, weil man eben für ein körperliches Makel von gerade von Kindern gehänselt wird, für das man nichts kann und das man auch eben nicht ändern kann. Und diese Zustände können eben dazu führen, dass man in diese Dysmorphophobie dann hineinrutscht. Ein interessanter Faktor, dem ich mich auch ein bisschen gewidmet habe die letzten Monate eben für dieses Buchprojekt, sind genetische oder biologische Faktoren. Genetische Faktoren meint man damit, dass Störungen oder Angststörungen auch weitervererbt werden können. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere aufschreien und sagen, so, was redest du für einen Blödsinn? Es ist gerade intensive Forschung der Epigenetik, dass eine Angststörung im Prinzip weiter vererbt werden kann. Das ist ganz blöd jetzt genommen, die Großmutter oder Urgroßmutter wurde im Krieg vergewaltigt und das Erlebnis, das sie da mitgenommen hat, wird in einer gewissen Art und Weise weiter vererbt und es können Verhaltensweisen dann in den Generationen danach entstehen, die über dieses Erlebnis, das eigentlich in einer anderen Generation war, weiterlebt. Das heißt, wenn man Dysmorphophobie hat und Nachkommen zeugt, dann kann es eben sein, dass man hier genetisch etwas weitergibt. Es wird sehr kontroversiell diskutiert. Ich kann jetzt das auch nicht als Beweis sehen, aber für mich klingt es nicht unlogisch, weil ich dieses epigenetische System schon mit dem sehr glaube. Das andere sind vor allem dann noch neurobiologische Faktoren und da ist natürlich eins ganz richtig, ist der Serotoninhaushalt und das Serotoningleichgewicht. Wenn das gestört ist, dann haben wir eben auch ein Problem im Hirnstoffwechsel und das kann auch dazu führen, da setzen ja dann die einen oder anderen Psychopharmaka ein, die man nehmen könnte, aber das ist wie gesagt ganz weit weg schon von meinem Thema. Und ein Riesenthema, das in diesem Fall so diskutiert wird, sind eben die sozialen Medien, soziale Faktoren, Medieneinflüsse.
Und da ist eigentlich, kommen wir jetzt in den Kern des Buchs, das ich gerade schreibe, wo wir eben über manipulierte Schönheit sprechen, dass wir heute so vielen manipulierten Bildern und Videos ausgesetzt sind, dass dadurch sicherlich auch Dysmorphophobie ausgelöst werden kann, weil dann ich in einer perfekten, wenn ich in einer relativ perfekten, scheinbaren digitalen Welt sehe, plötzlich der Meinung bin, oh Gott, mein Ohr ist so wahnsinnig hässlich, dass ich dieses Ohr operieren lassen muss, weil sonst kann ich in dieser Peergruppe nicht mitspielen. Und das ist definitiv, glaube ich, ein Riesenthema. Und da müssen wir auch als Ärzte extrem aufpassen. Und das ist ja einer der Gründe, warum ich den YouTube-Kanal mache, um das zu unterstützen, dieses System. Und die Einflüsse, die wir hier über soziale Medien bekommen, ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Symptome dafür sind im Prinzip ständige Gedanken an das eigene Aussehen, ein häufiges Vergleichen des Aussehens mit anderen. Und da kommen wieder die sozialen Medien ganz stark ins Spiel. Das heißt, wenn ich mich zu lange in sozialen Medien aufhalte, zu lange beginnt in meinen Augen schon ab 20 Minuten täglich, dann beginnen mir diese Algorithmen Dinge zu zeigen, die im Zweifelsfall meistens nicht echt sind. Und wenn ich mich dann mit denen beginne zu vergleichen, dann kommt es dazu, dass ich eben vielleicht meine eigene Pflege ein bisschen intensiviere und plötzlich die Idee kommt, zum ästhetischen Mediziner oder zum ästhetischen Chirurgen zu gehen. Und im besten Fall vielleicht nur eine kleine Unterspritzung zu machen, aber im schlechtesten Fall vielleicht dann operative Eingriffe zu machen, die ja viele sind, die wir kennen, vom Fox Eye Lift über irgendwelche jungen Frauen, die sich schon Liftings machen oder die Nase operieren lassen, obwohl die weder medizinisch noch ästhetisch eigentlich in irgendeiner Form sinnvoll ist. Und dieses, wenn dann noch dazu Schamgefühl und Ängste dazukommen, die auch unbegründet sind, dann habe ich halt einen massiven Cocktail schon, den man dann sicher dann Dysmorphophobie unterstellen kann. Die Diagnose, die obliegt nicht mir eigentlich auch, das ist eine Diagnose, die Fachmediziner oder Psychologen geben können. Wir haben das Thema ganz selten in Ordination und für mich schrillen immer die Alarmglocken, weil ich einfach überzeugt bin, dass ich Menschen, die diese Dysmorphophobie haben, nichts Gutes tue, wenn ich sie behandle. Und ich würde sagen, so von dem, was wir aufgeschrieben haben, ob das jetzt quasi das ein kleines Muttermal ist oder was immer ist, es ist vor allem das Drama, dass eine Patientin spielt, das ist für mich so der erste kleine Hinweis, muss keine Dysmorphophobie sein, aber ein massives Drama ohne jetzt einen triftigen Grund vorhanden ist, dann ist das schon so ein Zeichen, wo ich mir denke, da könnte das Ganze sein. Und dann gibt es halt verschiedene Störungen noch, wie Essstörungen und dergleichen, die dann hier auch mitspielen. Aber uns muss klar sein, dass das keine Spinnerei ist, sondern etwas ist, was im Prinzip diesen Menschen in seinem ganzen beruflichen, sozialen Wirkungsbereich komplett einschränkt. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren immer wieder auch versucht, wenn ich der Meinung war, dass ich das erkannt habe, mit diesem Patienten ein deutlich längeres Gespräch zu führen und sie vielleicht ein Bild zu bewegen, das Pferd von der anderen Seite aufzuzäumen. Und wir schauen ja gerne die Gazetten und die Hefteln von Gala bis weiß nicht wohin in dieser Zeit. Und wichtig ist uns gewesen, dass wir den einen oder anderen Stars auch zeigen wollten. Einer ist vielleicht weniger bekannt, der andere mehr bekannt. Robert Pattinson ist sicher allen bekannt und vor allem auch den Jüngeren. Michael Jackson, glaube ich, auch fast allen, die Pop-Ikone, ganz klare Body Dysmorphic Disorder Patienten, Billie Eilish genauso. Und ein bekannter Star ist weder Lily Reinhardt noch Miley Cyrus, aber vor allem Megan Fox, die sich ja eigentlich zu diesem Thema ganz interessanterweise richtig geoutet hat. Und sie hat eben in mehreren Artikeln eben gesagt, dass sie unter dieser Body Dysmorphie leidet und sich nie so sieht, wie sie andere sehen. Und jetzt ist der ärgste Spruch, den ich dann dazu gelesen habe, war, es gab nie einen Punkt in meinem Leben, an dem ich meinen Körper geliebt habe. Niemals. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, wie gut diese Frau ausgeschaut hat. Sie hat sich sicherlich in den Jahren immer wieder auch mit ästhetischer Medizin verändert. Aber wie, wenn ich jetzt an den ersten Transformers denke oder so, war das immer so eine Schauspielerin, wo ich mir dachte, boah, die schaut eigentlich super aus. Und dann hören wir aus dem Mund dieser Schauspielerin genau diese Worte. Und deswegen habe ich mir dann auch gedacht, nachdem sie so cool und tapfer eigentlich ist, dass sie über dieses Thema spricht, haben wir ein eigenes Video nochmal gemacht. Wir haben ja schon mal Megan Fox, glaube ich, im Kanal gehabt, aber wir haben genau zu diesem Body Dysmorphic Disorder Thema nochmal ein eigenes Video gemacht, um eben zu sehen, wie konnte aus dieser Frau diese Frau werden. Und das nicht um zu kritisieren, sondern um eigentlich zu zeigen, welche Auswirkungen diese Krankheit auf unbehandelte Weise längere Zeit hat und wie sehr wir als ästhetische Mediziner da müssen sagen müssen und vielleicht auch in einer anderen Art und Weise eingreifen.
BDD, wenn du es vielleicht in deiner Umgebung erkennst, ist es auch wichtig. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand zuschaut, der vielleicht darunter leidet und das Video auch gesehen hat. Ich freue mich über Kommentare, sind wahrscheinlich emotionale Kommentare. Aber Privatnachrichten erreichst du mich immer auf Instagram. Die Nachrichten beantworte ich wirklich dort selber. Und wenn du dem Kanal noch nicht gefolgt bist, freue ich mich, wenn du das tust. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht. War mal ein bisschen eine ernstere Sache, aber ist, glaube ich, wichtig in der heutigen Zeit. Und ich versuche weiterhin meinen Beitrag dazu zu leisten, auch in der ästhetischen Medizin mehr Gutes zu machen und nicht nur immer dran denken, mehr und mehr zu machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao und Baba.